Ja, willkommen zur virtuellen Ersatzsitzung im Seminar Philosophische Theorien der Aufklärung. Zunächst wie immer der Rückblick. Was hatten wir in der letzten Sitzung? Wir hatten uns mit Gotthold Ephraim Lessing befasst, der ein Werk verfasst hatte mit dem Titel Die Erziehung des Menschengeschlechts aus dem Jahr 1780. Das war der erste deutsche Aufklärungsphilosoph. Lessing ist ja auch bekannt als Schriftsteller. Nathan der Weise ist der eine oder dem anderen sicherlich bekannt. Was hat es damit auf sich? Lessing ist insofern verschieden und überhaupt auch viele deutsche Aufklärungsphilosophen von der französischen Aufklärung, dass für sie die Religion eine wichtigere Rolle spielt. Ebenso auch die Bildung. Wir haben die Enzyklopädie diskutiert, die hat einen sehr skeptischen Zug. Auch was Subversives und davon merkt man jetzt bei der deutschen Aufklärung nichts. Da spielt Religion noch eine größere Rolle und auch vor allem die Erziehung, aber auch die Menschheit, also so eine Menschheitserziehung, ein Menschheitserziehungsgedanke, der ist immer sehr zentral. Und das ist das Titelbild, Titelblatt. Und wir haben ein paar Leitfragen. Wie verhalten sich nach Lessing Vernunft und Offenbarung zueinander? Wie und was versteht Lessing unter einer Erziehung des Menschengeschlechts? Auch kommt bei ihm der Begriff Aufklärung vor. Und da hatte ich schon ein bisschen was gesagt zum letzten Punkt, zum Verhältnis zur französischen Aufklärung. Er ist nicht so religionsskeptisch. Ja, wir haben hier ein paar Paragraphen. Alle, die ganze Schrift, die Erziehung des Menschengeschlechts, besteht aus Paragraphen, aus sehr kurzen. Ganz interessant, Paragraph 1, was die Erziehung bei dem einzelnen Menschen ist, ist die Offenbarung bei dem ganzen Menschengeschlecht. Die Offenbarung sind natürlich die Offenbarungsreligion, Judentum, Christentum, Islam. Das sind also Schriftreligionen, die von sich aus behaupten, das Wort Gottes zu vermitteln, weiterzugeben. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, inwiefern kann man Offenbarungsreligionen im Sinne einer Erziehung des Menschengeschlechts sehen. Und Lessing parallelisiert jetzt Offenbarungsreligion mit individueller Menschenerziehung. Und die Menschheitserziehung geschieht durch die Offenbarung nach Lessing permanent. Sie geschah schon in der Vergangenheit, sie geschieht jetzt und sie setzt sich fort mit der zukünftigen Generation, aber auch die zukünftige Generation gehört natürlich zum Menschengeschlecht dazu. Das Interessante ist jetzt am Vergleich zwischen Offenbarung und Erziehung, dass die Erziehung oder genauer gesagt die Vernunft, dass die Vernunft zu denselben Ergebnissen gelangt wie die Offenbarung, also dass sich Vernunft und Offenbarung nicht widersprechen, aber dass der Menschheit durch die Offenbarung früher und schneller und vielleicht auch zuverlässiger zu den Wahrheiten kommt. Er spricht jetzt hier nur die Dinge. Man kommt zu den Dingen. Ich vermute mal, das ist die Wahrheit. Also die Offenbarung, die ist eine beschleunigte Vernunft, könnte man sagen. Eine andere Erfassung der Realität, unmittelbarer, direkter, während die Vernunft nur mittelbar zu den Ergebnissen kommt, länger braucht, umständlicher. Umwege vielleicht auch braucht. Ja. So ist das Verhältnis zu denken. Und es ist ganz wichtig, sagt jetzt Lessing, dass die Offenbarung, die religiöse Erziehung der Menschheit, dass die nicht einfach willkürlich erfolgt oder die Menschheit überfordert, das ist ja auch immer das Problem in der Erziehung, sondern dass sie ein gewisses Maß beachtet hat, dass sie also didaktisch angemessen war für die Menschheit. Das ist auch eine These von ihm. Dann ist für ihn ganz interessant, dass in den nächsten Paragraphen nach Lessing die Erziehung der Menschheit durch die Offenbarung nicht alle Menschen sofort betraf, die gesamte Menschheit, sondern nur ein einzelnes Volk. Und das ist nach Lessing das hebräische Volk, das eben erst noch in Ägypten war und da sehr schwierigen Situation lebte und dann praktisch ganz von vorne an gebildet und erzogen werden musste, wie ein kleines Kind, sagt Lessing, und dann verschiedene
Stadien durchmachte. Und das Problem war bei dieser Erziehung hebräischen Volkes die Erziehung zum Begriff des einigen Gottes, also des monotheistischen Gottes. Das bedurfte, sagt Lessing, einer sehr komplexen Erziehung, weil natürlich so ein Begriff des allmächtigen Gottes sich nicht ohne weiteres aufdrängt. Das ist ja das Spezifikum der drei Offenbarungsreligionen, Judentum, Christentum und Islam. Die Vernunft hätte Probleme, sagt jetzt Lessing, sich so einen Begriff zu bilden. Natürlich musste diese Erziehung des hebräischen Volkes nach Lessing schrittweise erfolgen. Sie konnte nicht gleich zu viel verlangen. Also es war eine sehr didaktische Erziehung. Und Lessing spricht dann davon, dass ein glücklich organisiertes Kind Erziehung genießen muss und dass es mit langsamen, aber sicheren Schritten anfangen muss. Das ist also ganz wichtig bei der Erziehung, dass man nicht zu viel verlangt. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Es geht darum, dass man einen richtigen Maßstab hatte und dass auch die Vernunft letztendlich, wie er in Paragraph 36 sagt, selbst auch die Offenbarung erhält, dass also Vernunft und Offenbarung nicht nach Lessing in einem Widerspruch stehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, dass also nach Lessing Aufklärung und Religion, Vernunft und Religion sich nicht widersprechen, sondern in einem ganz komplexen pädagogisch-erziehungstheoretischen Verhältnis mit Blick auf den Einzelmenschen, aber auch auf die gesamte Menschheit stehen. Das zeichnet überhaupt die deutsche Aufklärung aus, dass Religion und Vernunft im Sinne der Aufklärung nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir haben das aber auch schon bei der französischen Aufklärung gesehen in der Enzyklopädie, dass auch hier die Opposition Vernunft-Religion nicht so eindeutig ist, sondern dass durchaus auch die Vernunft mit Blick auf die Religion eine Rolle spielen kann. Ja, es gibt verschiedene Schritte der Erziehung, sagt jetzt Lessing und blickt da natürlich auf die Geschichte des hebräischen Volkes, wie es in dem nach christlichen Begriffen Alten Testament vorkommt. Und so wurde dann aus dem Kind plötzlich ein Knabe. Ja, also es hat hier einen Entwicklungsprozess gegeben. Hier ist jetzt in Paragraph 18, wir haben einen Sprung gemacht, noch ein interessantes Zitat, was die Aufklärung betrifft. Ich lese es vor. Denn bei dieser Eigennützigkeit des menschlichen Herzens, auch den Verstand nur allein an ihm üben wollen, was unsere körperlichen Bedürfnisse betrifft, würde ihn mehr stumpfen als Wetzen heißen. Er will schlechterdings an geistigen Gegenständen geübt sein, wenn er zu einer völligen Aufklärung gelangen und diejenige Reinigkeit des Herzens hervorbringen soll, die uns die Tugend, um ihrer selbst willen zu lieben, fähig macht. Also es geht darum, dass wir eine völlige Aufklärung brauchen nach Lessing und auch eine Reinigkeit des Herzens. Also Aufklärung und Moral stehen gemäß diesem Erziehungsideal in engem Verhältnis. Und das betrifft natürlich auch das Problem, auf das Rousseau hingewiesen hatte. Ich mache oben rechts den Link rein zu dieser Sitzung, der gesagt hätte, Aufklärung darf nicht auf Kosten der Moral des Herzens erfolgen. Wir brauchen auch eine Aufklärung des Herzens. Aber die Kritik bei Rousseau war, die gegenwärtige Aufklärung seiner Zeit hat das Herz vollkommen vernachlässigt. Und das verlangt jetzt aber gerade Lessing, dass das menschliche Geschlecht auf die höchste Stufe der Aufklärung und Reinigkeit kommen soll. Die Reinigkeit des Herzens, also auch die Moral. Das Herz wird häufig mit der Moral in Verbindung gesetzt. Heute geht es um einen weiteren Aufklärer, deutschen Aufklärung, nämlich Johann Gottfried Herder. Und der hat eine Schrift verfasst mit dem Titel Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Hier sieht man wieder, dass Geschichte eine Rolle spielt. Erziehung und Geschichte war ja auch verwandt nach Lessing. Und die Menschheit spielt wieder eine große Rolle. So sah der gute Mann aus. Und das ist das Titelblatt seiner Schrift.
Wir haben ein paar Fragen. In welchem Verhältnis stehen nachher der Mensch und Tier? Worin besteht nachher die Bestimmung des Menschen? Das sind so Fragen, die auch bei Lessing, aber auch bei Lametrie vorkamen. Sagt Herder über den Menschen, augenscheinlich hat er Eigenschaften, die kein Tier hat, und er hat Wirkungen hervorgebracht, die im Guten und Bösen ihm eigen bleiben. Kein Tier frisst seinesgleichen aus Leckerei. Kein Tier mordet sein Geschlecht auf den Befehl eines Dritten mit kaltem Blut. Natürlich, das menschliche Tier macht das. Kein Tier hat Sprache, wie der Mensch sie hat. Noch weniger Schrift, Tradition, Religion, willkürlich Gesetze und Rechte. Kein Tier endlich hat auch nur die Bildung, die Kleidung, die Wohnung, die Künste, die unbestimmte Lebensart, die ungebundenen Triebe, die flatterhaften Meinungen, womit sich beinahe jedes Individuum der Menschen auszeichnet. Also man sieht hier, es gibt große Unterschiede, die aber nicht immer zum Positiven dem Menschen gereichen, wenn es zum Beispiel auch um das Böse geht. Also der Mensch ist dem Tier im Guten wie im Bösen überlegen. Der aufrechte Gang, sagt jetzt Herder weiter, des Menschen ist ihm einzig natürlich. Ja, er ist die Organisation zum ganzen Beruf seiner Gattung und seiner Unter. Scheidender und sein unterscheidender Charakter. Der aufrechte Gang, das ist nach Herder das Wesen des Menschen, das, was ihn unterscheidet von anderen Tieren. An diesem aufrechten Gang macht er sehr viel fest. Der Biber, sagt er, baut aber instinktmäßig seine ganze Maschine, ist dazu eingerichtet, sonst aber kann er nichts. Er ist des Umgangs des Menschen, der Teilnehmung an unseren Gedanken und Leidenschaften nicht fähig. Der Affe dagegen hat keinen determinierten Instinkt mehr. Seine Denkungskraft steht dicht am Rande der Vernunft, am armen Rande der Nachahmung. Er ahmt alles nach und muss also zu tausend Kombinationen sinnlicher Ideen in seinem Gehirn geschickt sein, deren kein Tier fähig ist. Denn weder der weise Elefant noch der gelehrige Hund tut, was er zu tun vermag. Er will sich vervollkommnen, der Affe. Aber er kann nicht, die Tür ist zugeschlossen, die Verknüpfung fremder Ideen zu den seinen und gleichsam die Besitznehmung des Nachgeahmten ist seinem Gehirn unmöglich. Also der Affe steht schon knapp unter dem Menschen. Das ist natürlich auch aus evolutionsbiologischer Sicht sehr spannend, die Herder so natürlich noch nicht kannte. Die gab es natürlich erst seit Darwin, 100 Jahre später. Die ganze Proportion, sagt Herder weiter, der organisierten Kräfte des Tiers ist der Vernunft noch nicht günstig. In seiner Bildung der tierischen Kräfte herrschen Muskelkräfte und sinnliche Lebensreize, die nach dem Zweck des Geschöpfs in jede Organisation eigen verteilt sind und den herrschenden Instinkt jedweder Gattung bilden. Mit der aufrechten Gestalt des Menschen stand ein Baum da, dessen Kräfte so proportioniert sind, dass sie dem Gehirn als ihrer Blume und Krone die feinsten und reichsten Säfte geben sollten. Interessanter Vergleich: Mensch mit aufrechtem Baum und Krone. Mit jedem Aderschlag erhebt sich mehr als der sechste Teil des Bluts im menschlichen Körper allein zum Haupt. Der Hauptstrom desselben erhebt sich gerade und krümmt sich sanft und teilt sich allmählich. Also, dass auch die entferntesten Teile des Haupts von seinem und seiner Brüder strömen, Nahrung und Wärme erhalten. Sehr interessante Metapher. Der Mensch als Baumblume mit Krone, natürlich Krone der Schöpfung, wohin alles Blut hinstrebt. Ja, als diese Strebensrichtung, die aufrechte Strebensrichtung nach oben, natürlich auch zum Himmel, natürlich zu den Ideen und der Freiheit. Kurz, der Mensch, sagt Herder, ist, was es sein soll, und dazu wirken alle Teile. Ein aufstrebender Baum, gekrönt mit der schönsten Krone einer feineren Gedankenbildung. Also die aufrechte Gangart des Menschen deutet schon hin auf seinen Kopf, auf seine Gedanken, die darüber hinausgehen. Also eine Transzendenz ist hier bereits in der physischen Organisation sichtbar. Das war es für die heutige Sitzung. Ich bin gespannt auf die Diskussion, gerne auch unten dann auf YouTube, und ich freue mich auf die nächste Sitzung.